Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und wir machen uns heute darauf, die Holobänder für die Einrichtung in unserem Zimmer zu bergen. Und ja, ich würde sagen, dazu müssen wir hier rein. In die Y17 medizinische Einrichtung. Ja, wunderbar. Genau das habe ich vor. Aua. Die Gegenstreifen auf der Suche nach jemandem, der mich in Stücke reißen will. So, hallo. Dr. Ordentlich MD, PhD, DDS. Ei. Na, heilige Maria. Was? Hallo? Du hältst mir irgendwie zu viel aus. So, 2 Stimpacks. Na. Da liegt es nur daran, weil das ein besonderer ist. Und die anderen sind eigentlich gar nicht so viel stärker. So. Da ich aber genügend Munition habe, ist das nicht das große Problem. Hallo. So. Ja, schön. Ich habe genügend Muni, ich werde nicht sparen. Was? Ein Akzentwort? Was? Okay. Was ist das? Valenz Radio Radii Akzentuator. Okay. Ich frag lieber nicht. Ich habe gerade noch eine Idee. Ein bisschen Inventarplatz habe ich ja, ne? So, hier nehme ich noch ein paar Sanzezase Burlas mit. So als kleine Zwischenhaltung, damit ich nicht mal meine Stimpacks verbrauchen muss. Weil ich habe das eh nicht, das Problem. Und Sanzezase Burla, was halt 50 heilt, kann man dann schon mal besser nutzen. Hä, bin ich verkuppelt? Nö. Hm. Sonderbar. Ich mag das überall Technik hier und verrückte Leute und... Ach, das ist nur ein Generator. Das ist so wahrscheinlich in einem anderen Stockwerk, ne? Schade, dass ich nicht alles hier drücken und machen kann. Was haben wir denn hier? Ein Autodock-Upgrade. Ein Schreibtisch mit Korken. Ah ja. Da ist ein Hologramm, da können wir nicht durch. Die kennen wir ja schließlich aus, aus Dead Money. Diese Hologramme. Ein kosmetisches Verbesserungsteil. Okay. Oh, eine Hackklammer hätte ich noch mitnehmen können. So. Und was haben wir hier? Das Becken-Upgrade. Mhm. Ah, jetzt wo wir... Nein, ich brauche keine Staatssekretärin. So. Wo wir schon hier sind, könnte ich das Ding auch mal auskundschaften. Und wenn es hier, glaube ich, nicht so viel zum Auskundschaften gibt, anscheinend. Eine Deal-Transaktion hat zugenommen? Was soll das denn? Oh, ein Terminal. Na. Sierra Madre, Testfall? Was? Sierra Madre? Was?
Okay, ich hörte einen der Manager erwähnen, dass egal ob Sinclair es weiß oder auch nicht, dass Sierra Madre ein Testfall für den Autodoc und die innovative Gifteforschung sei. Vielleicht haben sie mir Witze gerissen, aber diese Art von Witze jagt mir einen kalten Schauer über den Rücken. Wenn ich mit einem dieser Gifte vergiftet werden würde, ich würde niemals mit einem dieser 17 Autodocs hier kriechen, weil mein Leben davon abhinge. Allein die medizinische Technik für diese Traumaanzüge lässt mich wünschen, dass sie ihre Forschung auslöschen. Die Anzüge denken mehr als die Menschen, die in ihnen stecken. Interessant, dass das auch so ein Bezug direkt zu Sierra Madre hat. Okay, über 17 Traumharnisch Testergebnisse. Der 17 Traumharnisch war viel erfolgreicher, als wir auch nur erahnen konnten. Die Testharnische waren in der Lage, die Bewegungsfunktion eines verletzten Subjekts zu übernehmen und sie heim zur Basis zu begleiten. Wir werden sehen, was sich entwickelt, wenn sie erstmal genug neuroautomuskulare Bewegungen aufgezeichnet haben und eine größere Bandbreite verhalten zu können. Nur daran denken, dass man sie dazu programmieren könnte, die Schuss- oder Kampfreflexe des Trägers zu kopieren, das wäre wirklich faszinierend für die Kriegsführung. Das sind die Aktionsgegenstände. Es gilt, noch ein paar Probleme auszubügeln, bevor der Y-17 traumharnisch bereit für die Massenproduktion ist. Die richtige Menge an Verletzungen zu kalibrieren, um den Anzug auszulösen, bleibt problematisch. Trotzdem, die kleinen Yangtze-Testsubjekte konnten kaum protestieren, wenn sie erstmal im Harnisch steckten. Wenn keine Heimbasis festgelegt ist, startet der Anzug einen unvorhersehbaren Wanderstatus. Und, wie wir festgestellt haben, als wir Verletzungsstufen kalibriert haben, die Sensoren des Anzugs sind nicht in der Lage zu erkennen, ob der Träger des Anzugs tot ist. Glücklicherweise ist vollautomatische Leichenwiederbeschaffung fast so nützlich wie vollautomatische Verletztenbergung. Ja, ja, schöne Experimente machen sie hier. So, ich hoffe, wir haben genügend Wasser dabei. Die Denkfabrik. Es wird der kürzere Weg sein, ja. Ich hoffe, ich kann hier einfach übers Gras gehen. So, wir müssen erstmal ums Gebäude herum. Das ist das Wichtigste quasi. Und was haben wir denn da? Panzerbrechen brauche ich nicht für die normalen Leute. So. Warum noch die ganze Satellitenarbeit? Oh, sorry! Oh Leute, was ist denn los mit euch? Wieso habe ich so viel Schaden bekommen plötzlich? Aua. Heieiei. Oh, 110. Wow! Hilfe! Hä? Hallo? Eieiei. Hallo? Warum denn immer der zweite erst so dramatisch? So, hallo? Oh, wow. Na. Hallo. Wow. Saturnitfaust, so lobotomisierte Maske, alles unnötig. Und höchstens als Rösti. Boah, jetzt ein paar Röstis, ne? Die auch Hunger drauf. Höchstens als hier, heißt das denn? Souvenir. So heißt das, wenn man was mitnimmt aus dem Urlaub. Weil es ist ja schließlich quasi wie Urlaub. Nur ein bisschen entspannter. Hallo. Ah, die haben eine gute Wahrnehmung, muss man ja sagen. Da. Du willst wirklich auf jemanden, der
Das ist unfassbar. Ich habe die Paciencia in meinen Armen, mein Freund. Du hast keine Chance. So. Wichtig, dass ich auch so einzelne Kronkorken mitnehme, weil ich habe halt kaum Geld. Da. Ach komm, was soll das denn? Wenn sie es unbedingt wollen. Na gut. Dann kümmere ich mich halt darum. So. Naja. Da habe ich auch schon mal besser getroffen. So. Ach komm. Versucht der den Typen wieder zu beleben oder was? Ne, er nimmt sich die Waffe. Intelligenter Lobotomit. Na. Ja, zielen ohne Wetz ist halt in Fallout, nicht so einfach, wie man denkt. Also in Fallout New Vegas noch. In der Mid-Gen-Fallout-Ära. Böser, böser, böser Mann. So, unfassbar. Sind ja relativ simple. So. Lobotomit, ein Jagdrevolver. Muss ich mal gucken, ob ich damit gleich meine Waffe reparieren kann. Hä? Eine 10mm Maschinenpistole. Okay, das geht nicht. Da kann ich mit dem Jagdrevolver nichts anfangen. So. Ach doch, Korken. Und weiter geht's. Huch, da kommen mir Fleischstücke entgegen. Mentets. Alles keine sinnvollen Sachen. Wo gehen wir hier hin überhaupt? Magneto-Hydraulik-Komplex. Ah. Okay. Was zur Hölle sind diese roten Dinger? Ich weiß es nicht. Hm, sie scheinen nicht gefährlich zu sein. Ja, ne, gehen wir einfach mal da rein. Ein wandelndes Auge. Hä? Den habe ich nicht verstanden, weil soll es ein Headcrab sein oder was? Oh, das Wasser ist sauber. Kann ich meinen Durst ja wieder auffüllen hier wahrscheinlich, ne? So, Nein, ich habe keine Ahnung, was das für eine Anspielung diesmal war. Ein Zanzerzaster Priller. So. Also, das sind die beiden direkt. Wunderkleber. Das sind halt Sachen, die kann ich alles in Fallout 4 gebrauchen, aber nicht in Fallout New Vegas. Fallout New Vegas, da ist zu spät fürs Craften. Das ist mir da auch irgendwie, ich weiß nicht. Ist nicht so gut gelungen, sagen wir es mal so. Ja, in Fallout 4 kannst du ja wenigstens, da kannst du deine Waffen verbessern mit irgendwelchen Aufsätzen, Ausrüstung. Also kannst du in New Vegas auch, aber du kannst sie halt nicht selbst bauen. Du kannst sie kaufen und das war's. In Fallout 4 ist das mit dem Werkbänken, dass du da deine ganzen Sachen hinpacken kannst. Achtung, Lobotomisierte! Nicht vergessen, das mobile Auge zu waschen! Hab ich mich ver...
Jetzt verstehe ich. Das war das Ding, was da unter Wasser war? Ja. Waschen, ne? Ich verstehe. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das die Andeutung war, aber wenn, dann wäre sie lustig gewesen. Fallout 4 halt das mit dem dein Lager, dass du da quasi direkt alle Ressourcen hast, die du brauchst auf einem Fleck. Sowas halt. Die US Army wird sich gleich vorstellen. Okay. Was sagt sie denn? Haltet sie alle! Gott hat versteckt ist dafür! Naja. Schon das ganze Pulver verschwacken! Oh! Da hin! Ach komm! Mensch! Jetzt muss ich ja wieder ein Stimpack einsetzen. Es ist unfassbar. Was ist das denn? Das sind Roboskorpione. Gut, dass wir so viel panzerbrechende Munition haben. Gegen die ganzen 1000 Roboter hier ist das bestimmt nützlich. So, was haben wir denn hier? Wo müssen wir drauf zielen? Ich weiß es nicht. Nein, sie können mich nicht vergiften, denke ich mal. Obwohl, will ich nicht mehr so sagen. Eigentlich fehlt nur noch, dass ich Impulsgranaten dabei gehabt hätte. Das wäre noch effektiver gewesen. Aber leider haben wir das nicht. Wo geht's hier? Was seid ihr denn? Eine Sporenpflanze, ja. Ganz sicher. Damit erinnert ihr mich an die Vault. Wie hieß diese Vault denn nochmal? Dort, wo der weiße Flieger wieder blüht. Die Mission war das aber. Alter. Ach, oder sind die einfach nur stark geworden? Patient 0! Alter. Jetzt ist aber... Was? Stimm um... Das Wortwitz. Hä? Ja. Ganz ruhig, Pflänzchen. Das Gefühl, ich habe einfach nur noch mit den Pflanzen da. Mit den kritischen Treffern Schaden. Gottblumen. So. Eine Kochplatte. Ein Seesack. Right away. Ich dachte gerade für den Moment, ich wäre überladen. Was? Ich musste gerade wieder. Was ist denn das? Eine Samenpackung. Getrocknete Brockblume brauche ich nicht. Das ist was. Brauche ich nicht. Es sind Aufgaben, Gegenstände. Durchbrechen Sie nicht das Big Mountain Kraftfeld, da dies zum Entkommen gefährlicher Ideen und oder Kreaturen, die diese Ideen haben, führen kann. Okay. Ist nicht mein Ziel, sagen wir es mal so. Da oben. Die ist klar. Es ist unfassbar.
Echt jetzt? So. Perfekt. Kochplatte. Heilpulver. Kann ich nicht Stimpaks machen? Ich gehe erstmal zum Balkon. Oh Gott, ist das hell. Sehr schön. Und jetzt. Womit kann ich dienen, Sir? Sie können mir dienen, indem ich, was? Ein paar Dinge kaufe? Sehr wohl, Sir. Darf ich wagen anzudeuten, dass nach meinem Dafürhalten ein neuer Filzhut Sie ganz hervorragend kleiden würde? Gerne. Aber, nein, danke. Hülsen. So. So, gut, haben wir. Hilfsmittel? Ach, sind keine neuen. Beckenautodoc? Na sowas. Der alte Autodoc ist wieder online. Nun gut, kommen Sie her, damit ich Sie mir ansehen kann. Sie sind zweifellos der gesundeste Scheißkerl aller Zeiten in der großen Leere. Sie brauchen keinen alten digitalen Knochenbrecher wie mich. Ich will deine Dienste in Anspruch nehmen. Ein sehr guter Entschluss. In Ordnung. Ich muss nur die alte Benutzeroberfläche für Sie starten. Dieser Autodoc-Prototyp ist in der Lage, eine eingehend körperliche Untersuchung durchzuführen, die Patienten von allen herkömmlichen Beschwerden zu heilen. Strahlenkrankheit, Fleischwunden, Knochenbrüche, sogar Medikamentenabhängigkeit. Zusätzlich kann er auch Haare schneiden und Schönheitsoperationen durchführen. Erstmal eine körperliche Untersuchung. So, das... Was? Benötigen Sie sonst noch etwas? Ich weiß nicht, was ich gerade... Naja, ich fühle mich ein wenig unwohl im Kopf. Kannst du ein psychologisches Profil von mir anlegen? Sie machen sich Sorgen um Ihren Geisteszustand? Das ist nicht gerade mein Spezialgebiet, aber ich werde Ihnen gerne meine Meinung sagen. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass die Vorteile eines solchen Verfahrens exklusiv sind. Es funktioniert nur einmal. Also... Sind Sie sicher? Klar, legen wir los. In Ordnung. Entspannen Sie sich, es wird nicht wehtun. Es sei denn, Ihre Eigenwahrnehmung ist ganz besonders verletzlich. Mhm. Die psychiatrische Evaluation des Autodocs erlaubt Ihnen, die Eigenschaften, die Sie bei der Erstellung Ihres Charakters ausgewählt haben, neu festzulegen. Sie können das nur einmal tun. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren wollen? Ja, ich will meine Psyche zu neuen, aufregenden Formen verdrehen. Nee, wildes Ödland will ich immer noch. Ihre Tragkapazität ist um 25 Pfund erhöht, aber sie leiden jedes Mal minus 1 auf alle Attribute, wenn das Gewicht aus dem Tragen unter 160 Pfund fällt. Finde ich gut. Theoretisch. Die Ewigkeit ruhiger Finger. Ne, wir machen das hier mit Hamster. Plus 25. So. Das heißt, wir haben... Jo. Benötigen Sie sonst noch etwas? Und da ich ja eh meistens mit 160 rumlaufe, ich brauche im Moment nichts. Naja, falls Sie Ihre Meinung ändern, finden Sie mich hier. Genau. Kann ich jetzt mit meinen... Nein, nicht dieses Skalpell. Das Fischskalpell. Mit meinem Toaster reden? Nein, kann ich nicht. Schade. Ich kann... Yes. Was ist denn meine Mission dann? Finden Sie viele Module für den Lichtschalter und die Jukebox. Okay. Warte.
Dann will ich mal testen, mit was Gerät ich denn dann testen kann. Der Kühlschrank. Aufbereitetes Wasser. Wisst ihr? Ach. Oh. Oh ja. Es fühlt sich gut an, wieder online zu sein. Ja, alle Schaltkreise sind online. Und warten auf deinen Samen. Bitte was? Was hast du da gerade gesagt? Samen, Baby. Ich bin das Original. Die zertifizierte, exklusive biologische Forschungsstation GS2000. Oh ja, ich bin eine echte Samenklonmaschine. Du hast Samen? Ich werde sie klonen, bis mir der Saft ausgeht. Was bedeutet das? Das Wunder des Lebens. Du bringst mir einige wasserspeichernde Genproben und ich wirke meine Magie auf sie. Ich klone alle möglichen Pflanzen. Oh ja. Ich kann da auch was für dich tun, wenn du auf sowas stehst. Bring mir alte Pflanzen und ich verwandle sie in saftiges Grün. Ja, das gefällt dir. Was? Also wenn ich dir getrocknete Pflanzenproben bringe, kannst du sie klonen und in den Töpfen ziehen? Du weißt es doch. Ich brauche nur ein paar Proben und schon geht's los. Dauert ein paar Tage, aber glaub mir, es lohnt sich. Oh, saftiges Grün? Das Wunder des Lebens in klebriger, dickflüssiger Form. Erhitze das Zeug über einem Lagerfeuer und sieh zu, wie es sich in Pflanzen verwandelt. Ich möchte einfach Pflanzen arbeiten. Ich mag es, wenn du so redest. Ich muss nur kurz die Benutzeroberfläche für dich starten. Samen in Pflanzentopf einarbeiten. Sich, Na hallo. Ich warte immer noch auf den Samen. Ja, sagen Sie mir noch mal, was ich tun muss. Das Wunder des Lebens. Du bringst mir einige... Ich muss los. Ich frag lieber nicht, okay. Es ist alles hier ein bisschen... Sie sind alle ein bisschen... Buchklappe, naja. Lagerschrank 100 Blei, oh. So, das ist der Autodock. Magie? Ja, Magie ist okay. Ach ja, die Jukebox geht nicht. Was ist das denn, Panzer? Hier ist ihr Rückgrat, ohne Hirnstamm und um es daran festzumachen, schwimmt es hier. Ihr Rücken fühlt sich durch die Entfernung des Rückgrats nicht anders an, wenn überhaupt. Was auch immer da implantiert wurde, sorgt dafür, dass sie sich stärker fühlen. Ja, ich habe eine schöne Wirbelsäule, ne? Was ist das? Ist leer. Das wird mein Hirn sein. Von den anderen Tanks im Raum ausgeschlossen, können Sie sicher ausgehen, dass dies der Ort ist, wo Ihr Hirn schwimmen würde. Es befindet sich momentan weder im Tank noch an seinem angestammten Platz in Ihrem Kopf, aber es scheint Ihnen auch ohne ganz gut zu gehen. Und das ist mein Herz. Sauber, schön. Das ist Ihr Herz. Anscheinend haben Komplikationen bei der Schädeloperation es erfordert, dass es entfernt wird. Bis Ihr Gehirn wieder an seinem angestammten Platz ist, kann man nicht davon ausgehen, dass Ihr Herz in Ihrem Körper weiterschlägt. Ihr neues Herz scheint allerdings wunderbar zu funktionieren. Ja, ne... Warum nicht? Lichtschalter. Also ein Lichtschalter braucht so ein Modul. Das ist auch ist toll. Also ist der Safe. Magie können wir auch noch nicht mitreden. So, da würde ich sagen, machen wir jetzt einen Cut und bis dahin. Tschüss.